Mittwoch, 1. Februar, die neue Welle aktuell hier bei Baden TV. In New York hat der Weltsicherheitsrat nach einer Möglichkeit gesucht, das Töten in Syrien zu beenden. In einer Sondersitzung forderten die USA, die Arabische Liga und die europäischen Staaten auf, mit einer Resolution rasch in den Konflikt einzugreifen. Russland kündigte allerdings bereits Widerstand gegen Sanktionen an. Sie sind der Meinung, es ist kein geeignetes Mittel. Bundesaußenminister Westerwelle kommt heute im Rahmen seiner Nahostreise mit dem israelischen Regierungschef Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas zusammen. Im Mittelpunkt der Treffen in Jerusalem und Ramallah wird der stockende Nahostfriedensprozess stehen. Bundeskanzlerin Merkel hingegen reist heute mit einer Delegation von Politikern und Wirtschaftschefs nach China. Es ist der 5. Besuch der Kanzlerin in dem Land. Sie will dort auch erneut die Menschenrechtslage ansprechen. Die Vereinten Nationen haben bestätigt, dass im Jemen 6 ihrer Mitarbeiter entführt worden sind. Unter ihnen soll auch ein Deutscher sein. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte einen Krisenstab und die deutsche Botschaft seien bereits eingeschaltet worden. Der Karlsruher Bundesgerichtshof urteilt heute über die Abrechnung von Heizkosten. Es geht dabei um die Frage, ob Vermieter ihre Heizkosten exakt nach dem Verbrauch im Abrechnungszeitraum berechnen müssen. Eine Klägerin aus dem Taunus hatte eine pauschale Nachzahlung nämlich verweigert. Rund 20 Jahre nach dem Mord an einem Kaffeebetreiber wird dem mutmaßlichen Täter nun der Prozess gemacht. Ein 43-jähriger Mann steht ab heute wegen Mordes vor dem Karlsruher Landgericht. Er soll bereits 1992 zusammen mit einem Komplizen den damals 31-jährigen Wirt umgebracht haben. Laut der Karlsruher Staatsanwaltschaft haben die beiden Täter das Opfer in seiner Karlsruher Wohnung niedergeschlagen, gefesselt, misshandelt und schließlich mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet. Und soweit das Aktuellste hier aus der Neuwelle Nachrichtenzentrale.